Grüßt euch, heute geht es um den Artikel im Vampisol-Sortiment, der wohl am schlechtesten läuft. Das hier, das Crackle Medium von Vallejo. Wenn ich hier sehe, alle 6 Flaschen sind noch da, das wird in 6er Einheiten verkauft. Ich habe es bis jetzt noch nie verkauft, auch noch nie selbst ausprobiert. Das will ich jetzt aber ändern. Ich will halt mal ausprobieren, was ist denn dran an diesem Krakeliermittel, wie es hier so schön auf Deutsch heißt. Besonders ausführlich ist die Benutzungsanleitung nicht. Do not shake to avoid air bubbles. Das ist natürlich ungewöhnlich, also nicht schütteln. Brush over base coat of acrylic color. Once dry, cracks disappear. They will be visible under second coat of contrasting color. Use varnish to protect coating. Also wenn ich das so richtig verstehe, haben wir einen Untergrund aus Acryl. Das wird drauf gepinselt hier, das Krakeliermittel. Und dann krackt es schon, also gibt es schon Risse. Die sind dann noch deutlicher, wenn man eine zweite Farbschicht aufbringt aus einer anderen Farbe. Na, wir werden es mal ausprobieren. Ich habe hier wieder die vielleicht aus anderen Videos schon bekannten Kunststoffreste. Die habe ich ausgiebig in Spüliwasser, in lauwarmem Spüliwasser entfettet. Die Kunststoffplatten werde ich mit einer Grundierung aus Vallejo Surface Primer versehen, und zwar in der Farbe rotbraun, dass man schon so eine Art, einen gewissen Rosteffekt hat. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ein kurzer Sprühtest. Ich habe die Vallejo-Grundierung mit ein bisschen mit Airbrush-Verdünner verdünnt. Ist schön glatt geworden. Ich will jetzt einfach das Crackle-Medium mal pur auftragen, auch mal zu gucken, was macht denn das überhaupt so richtig. Irgendwo bin ich mir nämlich noch nicht so sicher, wie das überhaupt funktioniert, ob es zum Beispiel auch einen Vorteil gegenüber dem Shipping-Medium bietet. Das ist relativ dickflüssig. So, hier mache ich es mal da. Dünn, und dann mache ich mal noch eine Stelle, wo ich es richtig dick auftrage. Und das lasse ich jetzt einfach trocknen. So, wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Also wo ich das Crackle-Medium nur sehr dünn aufgetragen habe, ist nicht so viel passiert. Man sieht hier natürlich wie so kleine Kratzer. Aber die Risse sind nur sehr dünn, es fühlt sich auch noch ganz glatt an. Ich glaube, wenn man da die Farbe dicker drauf macht, würde man gar keinen Unterschied sehen. So, das hier ist, wo ich es dicker aufgetragen habe, da ist die Wirkung deutlich besser sichtbar. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt schon einige Tage her, dass ich das mache. Ich habe in der Zeit halt das einfach liegen lassen. Die dicken Risse hier, die sind schon deutlich länger da. Danach sind wohl noch kleinere Risse dazugekommen. Ich nehme mal an, dass es vielleicht durch Luftfeuchtigkeit oder sowas war, denn das Ganze reagiert auf Feuchtigkeit. Darum werde ich jetzt mal mit einem Pinsel nochmal versuchen, was dann passiert. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Pinsel mit Wasser. Gib das mal so da drauf.
Eine Wirkung kann ich jetzt aber nicht mehr erkennen. Vielleicht ist es so, wenn das Crackle-Medium einmal ausgetrocknet ist, passiert nicht mehr viel. Oh doch, es wird weich hier. Ich gebe da mal einfach hier so auf die Hälfte nochmal das drauf. Auf die andere Hälfte nicht und vielleicht auch recht großzügig. Und mit dem Pinsel bearbeite ich das auch so ein bisschen. Dann können wir noch mal vergleichen, wie es nach dem Trocknen aussieht. Hier ist die Fläche, die ich nicht mit Wasser behandelt habe. Hier ist die Fläche, die ich mit Wasser behandelt habe. Die Strukturen sind im Grunde ganz, ganz ähnlich. Nur ist es so, dort wo ich Wasser hingegeben habe, haben sich die Strukturen aufgelöst und dann wieder neu gebildet. Aber kein wirklich großer Unterschied. Vielleicht oben sind sie ein bisschen regelmäßiger, unten etwas chaotischer. Auf die grundierten Flächen bringe ich jetzt eine weitere Rosttönung auf. Und zwar Vallejo's Dark Earth. Die 029 Model R. Einfach nur, um so ein bisschen damit auch zu experimentieren, wie das nicht nur mit der Grundierung ist, sondern auch wenn ich noch zusätzliche Farben drauf auftrage. Das kann irgendwie jetzt ungleichmäßig sein. Rost halt, der tritt hier auch nicht gleichmäßig auf. Noch so ein Muster. Ich habe vielleicht ein bisschen viele Muster gemacht, aber es kann ja nicht schaden. Zwei der Muster bekommen vor dem Auftrag des Crackle-Mediums noch eine Versiegelung mit Matte Varnish, also mit der matten Firnis. Ich habe das mir vorher notiert. Jetzt trage ich das Crackle-Medium auf. Ist relativ dickflüssig. Ich werde es immer so machen, die Hälfte dünn, die andere Hälfte dick. Also hier erstmal dick. Und dann dünn. Die Muster lasse ich jetzt trocknen. Ich habe mir sagen lassen, das dauert nicht besonders lange. Mal schauen. Jetzt ist eine gute Stunde vergangen. Es ist trocken. In den dickeren Bereichen sieht man schon leichte Rissbildung, in den dünneren noch nicht. Ich werde jetzt das lackieren mit grüner bzw. mit roter. Weil ich den Airbrush eine Stunde stehen lassen habe, habe ich noch Reiniger in dem Airbrush.
durch die dunkle Grundierung braucht man eigentlich ein paar Farbschichten mehr. Die Farbe ist jetzt trocken, zu sehen ist jetzt noch nicht viel. Wie gesagt, bis jetzt hat sich noch nicht viel getan. In einigen Bereichen kann man ganz fein Risse erkennen, also wo mehr aufgetragen worden ist. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht, doch ich glaube so ein bisschen. Aber der Effekt ist noch nicht besonders spektakulär. Ich will jetzt mal versuchen, teilweise einfach Wasser aufzutragen, ob das was ändert. Vielleicht auch so ein bisschen drauf rumzuschuppern. Oh, es zeigt einen sehr großen Shipping-Effekt, der so heftig ist, dass man vorsichtig sein muss. Besser als Shipping-Medium, würde ich zwar sagen, aber also mit dem drauf rumreiben sollte man vorsichtig sein. Ich mache hier noch mal Wasser drauf auf dem Bereich in der Mitte, so ohne drauf rumzureiben. Aber es ist interessant, das Shipping-Medium zeigt ja immer gar nicht so dolle Wirkung, das hier ist eindeutig stärker. Ich gehe auch mal näher ran. Hier habe ich jetzt was Rotes. Dann mache ich das auch mal. Also Wasser drauf geben. Hier werde ich mal rubbeln. Hier tut sich komischerweise noch nichts. Doch, jetzt kommt hier auch ein Chipping-Effekt. Und wie? Das muss erstmal einweichen. Okay, ich glaube, jetzt konnte ich es teilweise nicht sehen. Die Farbe ist auch noch sehr frisch. Man merkt, dass jetzt der Pinsel auch rot wird. Das ist, obwohl die Farbe ja abgebunden war. Das ist interessant, mir gefällt der Shipping-Effekt sehr gut. Die Farbe wird auch so ein bisschen dreidimensional. Das ist ja wie wenn Rost. Rost braucht mehr Volumen als das mit Material vorher. Jetzt sind 2 Tage vergangen und ich schaue mir die Ergebnisse an. Ja, also eins ist, kann ich erstmal so sagen. Das Crackle-Medium ist vielleicht das bessere Shipping-Medium. Das funktioniert eher besser, einfacher würde ich mal so sagen, empfindlicher. Es ist empfindlicher als das normale Shipping-Medium. Da muss man schon ziemlich viel rubbeln und so weiter. Hier geht das sofort. Ja, was allerdings teilweise vielleicht negativ ist, ich hoffe, man sieht das hier so. Ich kann es hier auch mal näher an die Kamera rücken. Es gibt Farbveränderungen. Das ist also so, wo ich viel Wasser drauf gekippt habe, da ist das regelrecht in heller geworden, so Ausschwemmung. Dieser Effekt ist vielleicht zwar manchmal ganz brauchbar, aber ja, was es wenig gibt, das sind Risse. Hier sind tatsächlich so Risse. Da ist nicht nur dieser Shipping-Effekt da zu sehen, sondern es sind auch Risse in der Lackierung. Ein Unterschied, ob ich die untere Farbschicht mit Varnish versiegelt habe oder nicht, ist nicht zu erkennen. Es spielt offenbar keine Rolle. Ich brauche die untere Farbschicht nicht extra versiegeln. Ja, was soll ich sagen? Ehrlich gesagt, so viele Anwendungen im Modellbau sehe ich für das Crackle-Medium nicht. Natürlich ist es geeignet als sensibles
Chipping-Medium. Vielleicht, wenn man sehr viel experimentiert, kann man auch Rissstrukturen produzieren, die vielleicht zum Beispiel für Türen von Gebäuden oder sowas geeignet sind, aber das ist alles nicht so einfach. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch schlicht und ergreifend was falsch gemacht. Also ich bin dafür Hinweise dankbar. Danke sehr und auf Wiederschauen.